Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und hier sehe ich gerade einen der Punkte, die ihr im Discord angesprochen habt. In der Mitte gelb und links und rechts blau, sodass er jetzt nicht auf dem Feld fährt und nicht in der Mitte und wahrscheinlich von der Mitte jederzeit aufs Feld wechseln würde. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal gesehen und ich denke, das muss umgebaut werden. Genauso wie dieses Chaos. Da blicke ich ja kaum noch durch. Wie soll da der Computer durchblicken? Aber ich werde dir noch ein bisschen... Warte mal. Wie fährt... Lass mich mal rein hier ins Cockpit. Wie fährst du jetzt? Halt mal an. Stopp. Warum biegst du jetzt nicht hier ab? Aha. So, genau, dann sparst du dir nämlich den Weg außenrum. Aber er fährt wieder übers Feld. Das heißt, ich muss die Fanglinie hier nach außen legen. Aber gut. Nein, nein, warum? Warum? Du willst dahin. Ja, anhalten kann ich jetzt nicht, weil sobald ich jetzt die Kontrolle übernehme, macht er alles platt. Ah ne, alle Reifen. Halt an, Freundchen. Ich darf dich stoppen. Warum zum Geier biegst du da nicht ab? Und könntest du mal bitte abschalten? Ja, ja, ja. So, also. Du kommst jetzt von hier. Aha. Und fährst hier auf einen Hauptweg rauf. Und das hier müsste eine Nebenstrecke werden. So. Du fährst hier auf dem Hauptweg. Genau. Das Chaos ist aber nicht von mir. Den hier willst du haben. So. Der Hauptweg führt hier geradeaus weiter. So. Das wird ein Hauptweg. Und du kannst jetzt hier abbiegen auf Feld H. Ja, ich weiß, du musst noch einen Meter zurück. So. Genau, du biegst jetzt hier auf Feld H ab, von hier, hier rüber auf Feld H. Genau. Und dann auf dein Feld.
Da sparst du dir eine Menge Fahrweg, Freundchen. Gut, erledigt. So, weil vorher ist er immer hier lang gefahren, hat aufgetankt, ist dann hier raus, außen rum und wieder rein. Und jetzt fährt er hin und fährt wieder zurück. Ja, passt. Was ist denn das da? Ach so, Unkraut. Ja, stimmt, das Feld liegt ja noch brach. Was mache ich denn damit? Lohnt es sich, das Feld hier anzuschließen? Aber dann hättet ihr ja als Vorgewende so eine Ecke. Oder ich lasse das extra. Ich mache erstmal eine Wiese draus. Du weißt, wo du hin musst? Ja. Sehr gut. Weiterarbeiten. So, ich nehme mir jetzt mal einen Trecker. Was habe ich mit dir angemacht? Du wolltest nach Hause fahren. Ach nein, warte mal. Halt mal an. Wenn du schon mal hier bist. Kannst du gleich mal Silage machen. Dass die beiden Silos hier Silage bekommen. So. Wieder 10? Ja. Hier sind nochmal 10. Ernsthaft? Warte, dich hole ich gleich ab. Und den letzten noch. Es gibt immer diesen einen. So. Wie geht's den Fabriken jetzt? Mischen, mischen, mischen. Hier. Silage, Gras, Mineralfutter, Stroh. Gut. Und er produziert. Silage, Gras, Mineral. Achso, Silage, Gras, Mineralfutter, Stroh. Ja. Stroh werde ich zukaufen müssen. Und du bist meine Reserve für dieses Jahr. Weil für dich habe ich kein Stroh mehr. Gut. Dann werde ich dich mal umpolen auf Europaletten. Genau, hier, Quaderballen, Europalle, halt, ich muss hier lang fahren. Lang muss. Wie komme ich am besten an meinen Schafstall ran?
mein Mistfahrer fährt immer noch im Kreis, das heißt, es funktioniert. So. Muss ich gleich mal gucken, ob der auch beide auffüllt. Hier sind jetzt 138.000, hier sind 155.000. Na gut, gucken wir mal nächste Runde. Warte mal, das müsste doch eigentlich dran stehen, wa? Das müsste doch eigentlich dran stehen, wo er als nächstes hinfährt. Ob zur 1 oder zur 2. Hier ist die 1. Also der hier. Okay. Gut. Und Eier. Und tschüss. So. Das Thema wäre erledigt. Was für ein Thema ist im Dezember dann noch zu erledigen? Wir müssen auch einfach mal bloß gucken. Fabriken. So, hier haben wir gesagt, glücklich. Genau. Oh, die muss ich auch wieder auftanken. So, und danach fahre ich zur 3. Genau. Ich fahre jetzt bloß einen kleinen Umweg, um den voll zu tanken. Und um mal zu gucken, was wir diesen Monat an Werbung haben. Wieder Werbung, die ich nicht verstehe. Mit Vielfalt ist alles drin, ja. Ich will aber keine Vielfalt da drin haben. Das soll ja keine bunte Blumenwiese werden, sondern ein Getreidefeld. Und da ist dann hoffentlich nur eine Sorte drauf. Ich weiß, beim Alice... Warte, Alice 19 war. Da habe ich es einmal geschafft mit einer Doppelaussaat. ich wollte jetzt zur Mühle. Da habe ich es mal geschafft mit einer Doppelaussaat. Der eine hat Weizen gesät, der andere Gerste.
Und bei der Ernte habe ich mich dann gefreut. Leer. Nicht gut. Nicht gut. Aber wobei. Das war Weizen. Das war Weizen. Wer will denn hier Weizen mehr? Stopp mal. Nur schnell Fahrtpapiere kontrollieren. BGA 2. Es funktioniert. Danke. Irgendwie sollte. Wobei. Soll ich den Weizen drin lassen? Nein. Ist zu viel. Hey! Ach, der kommt unter die Mühlräder. Das ist das Problem. Ja, ich merk's schon. Ich merk's schon. So. Du gibst mir erstmal bitte die Weizen wieder. Ja? So. Und du... Du, nein, du, nein, du wirst den Weizen hier schnell wegmachen. Und danach hole ich Sorg um Hirse. Oh, der braucht eine Weile. Da habe ich mich aus dem Konzept gebracht. Steht hier immer Schiefer? Stehst du mal Schiefer? So. Jetzt stehst du gerade und der Motor ist aus. Okay? Okay. Du blockierst nicht die Einfahrt. Danke. So. Du, mein Freund. Du musst jetzt das Gras rüberbringen, damit ich da endlich zumachen kann. Ja, genau, jetzt nehmen wir nochmal Weizen. Ah, Sorghum haben wir genug. Okay. Und 800.000 Gras haben wir noch drin.
Ich glaube, nächsten Monat ist Winterruhe. So dass wir erst im Frühling, März oder sowas. Ja, noch eine Woche. Ja, März, April, März, glaube ich. Die nächste Grasernte erwarten können. Aber ich denke mal, das lässt sich einrichten. Bis dahin komme ich aus. So, du fährst nach Silage aufladen. Du? Ah, du hast es endlich verstanden. Genau. Ja, hier mache ich noch eine Parallelstraße. Und das Fangband mache ich gelb. Damit der dann hier außerhalb vom Feld fährt. Genauso hier, Fangband gelb und in der Mitte blau, damit der, wenn möglich, nicht auf dem Feld fährt. So, mein Freund. Kriegst du es hin? Ja! Er kriegt's hin. Alles klar. Dann würde ich nämlich bedeutend schneller fertig. Da. Aber das kann er ruhig auch nächsten Monat machen. Der kann ja auch auf Schnee düngen. Gut. Ansonsten wären wir soweit. Genau, du hast dein Getreide abgeholt. Und das tauschen wir jetzt aus gegen Sorghum. Das mache ich noch. Und diesmal bei diesen Mühlblättern da etwas vorsichtiger fahren. Oh, warte mal, wenn ich schon mal Getreide geladen habe. Dann kann ich ja gleich die Hühner und die Mischanlage. Die Saatgutanlage. Das soll jetzt genug Getreide für alle sein. So. Stopp und rückwärts. Na, das spackt doch wieder rum, wa? Und jetzt bist du hier drüben dran. Was ist drinne? Genau, Saatgut. Der ist fertig. So. Und da muss ich jetzt nur noch das Saatgut abholen. Ist angekommen bei Silage aufladen. Ja. Sehr gut. So, und der Rest geht wieder zurück. Was haben wir denn an Weizen noch? 120.000. Okay. Und dafür gibt's jetzt Sorghum. Ja. Sieht doch gleich ganz anders aus.
sind eigentlich nahezu alle versorgt. Ich werfe jetzt noch mal einen Blick in die Fabriken. Aber hinten kann ja noch weiter düngen. Oh, vorne wollte ich noch pflügen. Den Tieren geht's gut. Ja. Würde ich sagen, wir gucken jetzt noch mal ganz schnell. Erstmal kriegt er das hier, danke. Die Fabriken durch. Nein, falsche Taste. Die Taste will ich haben. So, das haben wir geklärt. Du kriegst auch noch einen Schluck. Ihr werdet versorgt. Ihr seid versorgt. Ihr seid versorgt. Aha. Hier muss ich noch vor Monatswechsel Mist hinbringen. Also sind wir im nächsten Monat noch einmal hier. Milch ist, ja, geht noch. Olivenbäume kriegen noch Wasser. Und Tomaten. Okay. Klingt doch recht gut. Würde ich sagen, da haben wir noch Platz für eine Folge. Oder wir werden im Laufe der nächsten Folge in den Januar wechseln. Und dann beginnt ja schon der große Verkauf. Oh, warte mal. Bleib du mal stehen. Ich muss mal gucken, dass ich von hier aus rankomme. Ohne wieder Stress mit den Flügeln zu bekommen. So. Gut. Dann haben wir für die nächste Folge noch ein bisschen was zu tun. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.